Seid mir gegrüßt, Welt. Ich bin der Zissel. Hier auf meinem kleinen YouTube-Kanal spiele ich heute mit euch mal Cloud Punk. Ja, ist schon ein bisschen länger draußen, das Spiel. Ich weiß. Aber ich habe mir gedacht, ich warte nämlich auf ein Update. Und zwar wollte ich die Updates haben. Einmal, dass ich First Person rumlaufen kann, Third Person rumlaufen kann und First Person im Cockpit nutzen kann. Ganz wunderbar, ganz super. Das machen wir jetzt hier auch. Also, super Sache. Wir gehen mal gleich jetzt hier im neuen Spiel. Ich spiele das Spiel ohne Controller, sag ich gleich vorweg. Geht gleich los. Bist du sicher, dass du überschreiten deine bisherigen Fortschritte? Ja, bin ich mir sicher. Das ganze Spiel ist übrigens mit der Unity Engine erstellt worden. Und absolut kein Hexenwerk. Und ihr seht auch jetzt, also man kann glaube ich auch nur ein Savegame haben. Und ich habe auch schon überlegt, ob wir das Ganze mal nachbasteln. Also, ist gar nicht schwer. So, wir machen aber jetzt erstmal ein neues Spiel. Halt mit anderen Modellen und so. Aber wir gucken jetzt mal. Ist ein ganz anderes Thema. Wir schauen mal. Wir gucken uns jetzt Cloudpunk an. Auch das Ganze ist im Cyberpunk-Setting unterwegs. Das freut mich natürlich ungemein. Momentan auf unserem Kanal recht viel Cyberpunk. Obwohl Cyberpunk 2077 noch gar nicht draußen ist. So, hier sind wir. Wir haben jetzt Little China entdeckt. Wie man fährt. Mit W können wir beschleunigen. Ja. Aufsteigen ist mit der Leertaste, absteigen mit Left Shift, okay, nach links, nach rechts, bremsen und beschleunigen, alles klar, also kein Problem das Ganze. Und natürlich auf V ist... Control, come in, this is... Wait, is this channel receiving me? Driver 14FC, this is Control, we read you. Is that you, Carmine? No, my name is Rania. Oh, you're the new kid. I'm the new driver, yeah. Who is Carmine? He was driver 14FB. What happened to him? He retired last month. Good for him. Not really. He was in the big Sector 6 crash last week. Lots of people got retired. Don't worry, you won't be flying through that section for hours yet. Where do I go now? Well, how are you handling your Hava? Okay, I guess. I read your references. You're a good driver, but navigating a Hava around Novalis isn't like driving your flat country roads back home. Now, this city goes down 100 miles and up 1,000. Remember, you're not driving an old internal combustion engine. You'll need to engage your vertical repulsors or find one of the car lifts. Fly to headquarters. I'll give you more instructions when you arrive. Thanks, Control. One more thing, 14FC. Welcome to Cloudpunk. Ja, das war ja ganz nett gemacht. Das Ganze ist in Englisch, wie ihr gesehen habt, mit ja, deutschen Untertiteln. Da könnt ihr mir natürlich sagen, wie ihr es haben wollt, ob wir die Untertitel, sag ich mal, anlassen, aber dann halt gucken, ob wir die Sprache auskriegen, dass ich das dann vorlese. Oder, ja, ob wir es einfach so lassen. Auf jeden Fall, wir sind jetzt die neue Fahrerin, der andere ist in Rente, der hat einen Unfall gehabt. Kurz zusammengefasst das Ganze, wir sollen jetzt zum Hauptquartier. Ist auch gar kein Problem. Wir drücken mal auf der Karte, auf M ist die übrigens, weil sie das Spiel selber spielt. So, und wir müssen jetzt... hierhin, denke ich mal. Ja, wir haben auch ein Zuhause. Also das ist jetzt so die ganze Karte, was alles so gibt. Gar kein Problem. Hier sind ein paar Sachen drauf. Doch, hier ist der Aufsteiger. Okay. So, gucken wir. Werden wir sehen im Spiel, wie es weitergeht. Schauen wir mal. Auf jeden Fall wird es ganz großartig. Das weiß ich jetzt schon so. Weiß nicht, wie das hier ist. Rechts vor links. Okay, dann fahren wir einfach alle gerade drauf zu. Ist auch in Ordnung. So, und ich glaube, da vorne müssten wir da... Bremst hier mal ein bisschen ab. Ich glaube, wir müssen jetzt gleich... kann ich die Karte drehen? Die Karte kann ich nicht bewegen. Ich glaube, wir müssen hier lang, nach links, also quasi. Tiefer. Ich will hier keinen Unfall bauen.
Dienst muss und die Werkstatt muss und auch die Polizei kommt, wenn wir hier Unfall bauen. Ich weiß es alles nicht. So, auf jeden Fall, immer wenn wir was entdecken, kriegen wir ein bisschen Kohle dafür. Ist ja auch schon mal ganz gut. Hier sind wir, das heißt, wir müssten jetzt eigentlich hier an. Ich glaube, da vorne ist Parken. Ich glaube, hier so ist irgendwie Parken angesagt. Wechsel mal das Ganze. Ich würde schon ganz gerne hier so parken. Ah ja. So, da sind wir. Und auf X können wir zur Third Person Ansicht wechseln. So, wir können auch rein zoomen für die Ego-Ansicht. Gehen wir hier mal durch. Kommen wir zum nächsten Kartenabschnitt. Hier haben wir noch einen Verkäufer. Wir reden mal mit ihm. Welcome to my humble restaurant in the rain. What can I get ya? Ja, was hast du denn? Knusprige Fleischsuppe, eine Sodadose könnten wir kaufen oder auch ein Schokoriegel. Thank you. Don't let all the rain get you down. See you again soon. Ja, der ist hochmotiviert, der Mann. Also man hat es, glaube ich, gemerkt. Können wir hier nicht reden, auch nicht. Also ich habe eine Lochkarte gefunden. Wir haben Inventar. Was haben wir denn hier? Eine blaue Blume, eine getrocknete Blume von der östlichen Halbinsel. Ich habe sie damals zu Hause als Lesezeichen benutzt, aber ich lese kaum noch. Ich sollte sie wegwerfen, aber wenn ich daran denke, dass sie hier in Nivalis in einen Mülleimer wandert, kommt es mir falsch vor und ich kann sie nicht hergeben. Flöte, meine alte Flöte. Die will ich jetzt nicht, okay? Und hier ist die Lochkarte, die haben wir gerade gefunden. Es ist eine Lochkarte, die ist voller Löcher. Sie scheinen willkürlich zu sein, aber es gibt ein Muster. Die Karte selbst ist schwer und dick. Es kommt mir vor, als könnte sie eine Bombenexplosion überlegen. Aber was wir damit jetzt so wirklich machen sollen, wissen wir nicht. Kommt noch. Hoffe ich mal. So, haben wir hier noch was? Der sieht auch ganz. Der sieht ja gut aus. Das sieht aus wie von den Simpsons so ein bisschen, der Junge. So, dann brauchen wir mal hier weiter. Was haben wir hier? Gangmitglied. Den können wir reden. Warte mal. Hey, come here a minute. Why? We want to talk to you. So talk. What do you do? Delivery driver. You're Cloud Punk, right? So you must be thinking you're pretty badass. If you say so. Why you be nice to her? She delivers to the Spire. She don't respect us. Show me something to respect, then. You're sassy, acting like you weren't afraid of us. I ain't. She don't know who she's talking to, Razor. She don't know how you got that name. Razor, are you a shaving robot? You don't gotta take that from her type, Razor. You gotta do something. Nah, I like her. She's got a big mouth like me. So you're both part of Block 4-0, right? You heard of us. I heard there's an android gang I should avoid. That's good advice. You don't want to get in our way. Why do you get such a bad reputation? We do a lot of things we ain't supposed to. Robbing people? Nah, much worse. Urban renewal, bitch! Oh, yeah! Wait, what? Urban renewal? Yeah, community project. Planting gardens on corporate waste ground. Turning old factories into playgrounds. Real hardcore shit. I mean... No, I don't get it at all. There ain't nothing in Nivalis that will get you in more trouble than fucking with corporate property. We would be safer if we were straight murdering fools. Well, good luck, I guess. That sounds like a worthwhile thing for a gang to do. I just figured gangs in Nivalis were a bit more... You assumed wrong, but that's all right. We ain't surprised they talk shit about us. Well, I won't. I hope you two never get caught. Fuck yeah! You was right, Razor. She's all right. You stay loose, Cloudpunk. We see you later. Ja,
Das war jetzt das harte Gangmitglied. Oder die zwei harten Gangmitglieder hier. Androiden, also es gibt auch Androiden hier im Spiel. Die gehörten zu einer Androiden-Gang. Ganz harte Sache, denn die machen Spielplätze aus alten Fabriken. So, was haben wir jetzt gekriegt? Plastikteile. Lass uns mal gucken, was ist hier mit den Plastikteilen. Ruiniertes Plaststahl kann eingeschmolzen und wiederverwendet werden. Vielleicht kann ich es für ein paar Limes an einen Verkäufer verkaufen. Okay, das. Wir haben also hier keine Dollar, keine Credits, wir haben hier Limes. So, da vorne müssen wir hin. Hier so. Denke mal hier. Remarkable retina implants stream real-time information directly from your implants to your brainstem. Your eyes. 14 FC. This is going to the marrow. Where's that? Pretty low in the city superstructure. I'll give you a waypoint on your navcom to help you find it. Be careful down there. It's busy, and it's a maze. Not exactly the rich part of town. Kind of place where you wipe your feet on the way out. Okay. Carmenus was a great driver. You got big boots to fill. He flew delivery for over 10 years, you know? How about the driver before him? 14 FA? Lasted one night. Most drivers only last one night. They quit the job? One way or another, yeah. You seem like a nice kid, 14 FC. I hope you make it. Don't get lost down there in the marrow. I'll try. What's in the package? Two rules, kid. Don't miss a delivery, and don't ask what's in the package. Everything else is just guidelines. Na, also gut. Wir sind ja Lieferanten jetzt, ne? Und die anderen haben immer nur irgendwie eine Nacht überlebt. Und hier ist noch Tekko. Ich würde sagen, wir sprechen mal mit Tekko. Auf jeden Fall, wir haben die Ladung. Wir dürfen natürlich nicht wissen, was in dem Paket drinnen ist. Und wir sollen es möglich abgeben. Und er hat uns auch einen neuen Nachtpunkt gesetzt, nämlich hier. Wir müssen wir hin. Dann geht's wahrscheinlich nach Upper Town, nach Lower Town. Excuse me, miss. Have you seen her? Seen who? Nari. I'm sorry, I don't know who that is. Are you okay? Of course I'm not okay. I can't find her. I mean, do you have somewhere to stay? I know a shelter nearby. Why would I need a shelter? Well, your clothes are rags, and it looks like your exterior dermis is breaking down. I can see some of your endoskeleton. No, I can't go to a shelter. Nari wouldn't think to look for me there. Who is Nari? She is gone, and when she left, she took all my happiness with her. Can't you call her? She does not answer. Maybe she doesn't want to talk to you. That can't be true. Sounds like she's giving you a pretty clear message. What was the last thing she said to you? That she would love me forever. Oh, sorry. There have been a lot of accidents in the city. I'm not saying she was in one, but just, you know, it can be hard to keep in touch with people. I have to say, this city is... too fast. It moves too fast. Yeah. Do you have any leads? She had no money. She wouldn't last long here then. Maybe the marrow? I will try there next. Well, good luck. What's your name again? Tako. If you see Nari, tell her Tako is looking for her. I will. Okay, das machen wir natürlich auch. Er sucht hier, ja, wir wissen jetzt nicht, was es ist, Freundin und was auch immer er sucht. Wir schauen mal, wir halten die Augen offen. Wir müssen aber jetzt unsere Lieferung langsam wegbringen. Ja, übrigens, die Dermis ist die Unterhaut, ne? Nicht die obere Haut, sondern die Unterhaut, nur mal kurz am Rande erklärt. Auch als Lederhaut bekannt, ja, und... danach kommt eigentlich auch nicht mehr so viel, weil sie da das Exoskelett gesehen hat. Was Haut betrifft auf jeden Fall. Ja. So, wir wollen nicht parken. Wir müssen jetzt in die Richtung. So. Ich gehe jetzt mal an der Ansicht.
Dabei kommen wir ein bisschen besser klar. Irgendwie gerade gar nicht. Irgendwie sieht er sich gerade sehr, sehr komisch, muss ich sagen. Unser Transporter hier. Eine Retro-Antenne könnten wir noch aufsetzen. Sieht aus wie das, was sie in früheren Zeiten benutzt haben, als Antennen tatsächlich gebraucht wurden. Rein kosmetisch. Aber warum denn nicht? Ja. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Aber ich glaube, die ist jetzt dran, ne? Ich glaube, da ist unsere Retro-Antenne. Ich habe nämlich auch noch nicht wirklich irgendwie was gesehen, womit wir unser Schiff aufrufen können, also ausstatten, verbessern, was auch immer. So, wir gehen natürlich erstmal wieder in die First Person an. So, wie hier durch. Just making a kind of joke. Go ahead, Control. Hoppers are tuned to a vertical field frequency based on the layer of the city they're in. That field locks you to a maximum and minimum altitude. That's why you need the ascenters. They take you up or down a layer, and as they carry you, they reset your hoppers field frequency. They reset the vertical field. Das mit den Aufsteigern, das haben wir ja nun schon selber quasi rausgekriegt. Also das ist ja nun kein Problem. So, da sind wir jetzt. But Havas fly just fine outside Novalis without vert fields. That's true. Your Hava will fly fine in areas without the fields. Even in old ruined parts of the city that are off the grid. But the grid holds everything together in the city. Tracks you, gives you access to the nets, the comm, the mapping systems, the reserve power if your engine stalls. And it stops us just flying straight up to the spire too, right? That's right, kid. The CEOs don't want you flying up and looking in their windows. They prefer their privacy. I guess we don't get many jobs up there anyway. You might be surprised, kid. So, gut. Hat uns nochmal erklärt, wie das hier in der Stadt läuft mit den Aufsteigern, Absteigern und wie das Ganze zusammenhält. Muss man bloß gucken, kann ich hier parken? Das ist wohl absolutes Parkverbot.
Kurz, ja, da sind wir gerade bei. Ich schon gerade ganz fleißig. Ich guck mal auf der Karte, ob wir hier irgendwo was finden. Hier unten ist eine Parkbucht. Da unten. Wo müssen wir hin? So. Ganz wichtig, die Parkkarte hinlegen, sonst müssen wir 25 Limes bezahlen, ne? Weil wir denn hier Parkregeln nicht eingehalten haben. So, wir sind auch schon raus hier. Wir gehen mal hier erstmal mit den Leuten wieder ein bisschen sappeln. Guck mal, hier haben wir Tipsy Dio. Did you try the Okonomiyaki? Isn't that a pancake? Right! With fish flakes. Oh, it's to die for. I wouldn't trust the fish flakes here in Novalis. Would you like to appear on my food review channel? It's on all the nets. We're looking for people to react to different stimuli. Can you pretend to be sick on cam? What? No. There's a free meal in it for you. Or would you pretend to be really annoyed? Our viewers love that. I am annoyed. That's perfect! Ja, Foodblogger gibt's auch in der Zukunft, wie wir sehen. Ich geh mal gleich hier vorne noch hin, hier liegt nämlich noch was wir mitnehmen sollen. Kühlmittel haben wir gefunden. Gucken wir uns natürlich auch an, das Ganze. Kühlflüssigkeit, die für Maschinen benutzt wird. So. Laufen wir mal hier hin und geben erstmal unser Paket ab, würde ich sagen. Bevor wir hier noch weiter umher schlendern. Ich glaube, der ist ein bisschen fertig hier. Ich glaube, es ist kaputt. Ich glaube, hier haben wir noch eine Lochkarte gefunden. Schon lange nicht mehr. Ich glaube, dort müssen wir hin. Der Linuschka. Oh, thank God. This will change everything. Where do I sign? Right here, Mr. Carva. Please, call me Irwin. It's from my parents. They died, you know. Cora only knows what caused the crash. I'm sure they saved their whole life to give this to me. I thought it would be in cash. Limbs. But my neighbor said they'd probably leave me pressed gold. That way, you don't pay so much city tax on the transfers. Can I take that now? Sure, here you go. Who is Cora? It's just an expression. You want to see what's inside? I can maybe give you a tip if it's limbs. Not every day you see someone become rich in front of your eyes, right? Just think, I can finally get the eye surgery I need. Two augments, no expense spared. I can hardly read the holocrons these days. It's all just a blur. Let's see, just rip here and... Oh. What is it? Gold? It's old toys. My ship models. The R7 ICBM and Sputnik. The NASA shuttles? The UN Interplanetary 101? Why did they send these? It must be some kind of code. There's a note, right? Yeah, let's see. Dear Irwin, we know these toys were important to you at one time. We need to sell the apartment, but your father has a scheme. It seems risky, but if all goes well, this will arrive just before we land at the colonies. We're going to the stars, just like we always dreamed. I know it's hard out there, but if we keep our heads down, we can start sending you money for the operations. More than enough money. Just hold on, honey. Everything's going to be okay. Sorry. I should go. Yeah. Yeah, I guess so. Okay. Ja, da hat er gedacht, er kriegt jetzt das dicke Geld von den Eltern und hat allerdings nur seine alten Spielzeuge bekommen. Weil die Eltern haben die Wohnung verkauft und haben sich aufgemacht in die Sterne. Da kriegt schon wieder einen Anruf rein hier. Good job, kid. I looked into your profile. It says you came from the Eastern Peninsula. Heard it's nice there. What made you want to come slumming with us in Novalis? It's the biggest city in the world. I wanted to make an impression.
It's not easy to break out in Nivalis, kid. Making it here is like trying to paint on the surface of a river. The current of people and ideas and the crowds, they wash everything away. I'll make it. Sure you will, kid. Just try making it through tonight first. We need you to head up to the Mercantile District. You're moving up in the world. What's the job? Same as always. Take a package from A to B without too many questions. A is a warehouse. B is a penthouse. Transmitting nav points now. And remember, don't let them look down on you, kid. The merchants are as far from the clouds as they are from the gutter. Okay, Control. On my way. Ja, okay, haben wir noch einen Händler? Sprechen wir mal mit dem. What are you looking for? Whatever it is, I got it. Okay, hier gibt es wieder Essenssachen zu kaufen. Thanks. Scheinbar brauchen wir jetzt aber kein Essen. Hey, come back anytime, lady. So, ich wollte noch kurz zu Ende erzählen. Also wie gesagt, der junge Mann hat sein Spielzeug bekommen. Die Eltern sind zu den Sternen aufgebrochen. Also so wie es aussieht, ne, ist die Erde, wenn es die Erde hier ist, wo wir jetzt sind, nicht der einzige Planet, wo wir unterwegs sind. Oder wahrscheinlich wurde da schon was entdeckt. Kurz gibt es eine Kolonie im Weltall und dort sind die Eltern hin aufgebrochen. Und er möchte bitte durchhalten, denn sobald sie das Geld haben, schicken sie ihm Geld für seine Augenoperation, die er brauchte. So, ich wollte aber nochmal da vorne schnell mit euch gucken. Hier haben wir noch einen Ingenieur stehen. Hey, you. I need to ask you a question. I'm busy. I just need a minute. I'm a structural engineer and I'm trying to make sure we don't have another disaster like in Sector 18. You're not too busy to help prevent that, are you? I don't know how I can help you. I just make deliveries. You're driving all the time? You see a lot of the city? This is actually my first night on the job. Ah, still, you've probably seen a lot already. Sure. It seems like the city is falling apart. Can't you guys do anything? We're trying. The whole infrastructure is plasteel built on top of concrete. Held together with ancient rivets and materials we don't even have names for anymore. The computer systems are so ancient they've gone senile. No one knows how everything is still working or how to know when it stops working. The city is held together with duct tape and hopes and dreams. How did things get so bad? It's always been like this. These disasters have been a long time coming. Can't you fix it? Fix what? The accidents, the city. You have no idea. The engineers are powerless now. With my colleagues, it's all superstition and ritual. They talk with AIs that stopped talking back 1,000 years ago. They press buttons and switches that could make everything better or worse. Or they might do nothing at all. They're like monkeys trying to operate a satellite array with a broken computer terminal. I'm the last real engineer. The only scientist among them all. So how am I supposed to help? Well, if you see any street signs blink 3 times and then turn red, come tell me, okay? Sure. What does that mean, though? Probably nothing. But if you see them flash blue, well, that means trouble. So get out of there. Blue? You said red the first time. Oh, yeah. Blue or red. Either one. What about other colors? No, blue or red is bad. Anything else means there's no problems. Unless it's green or orange. And if they turn purple, well, that doesn't really matter. Why not? If they turn purple, well, it's too late for you to do anything anyway. Ja, okay, gut. Der hat uns jetzt hier erzählt, wir sollen ein bisschen gucken, wegen den Schildern, da hier die ganze Stadt auseinanderfällt. Diese ganze Stadt, die ist halt auch sehr, sehr alt wohl schon. Und, ja.
Er sagt, er ist der einzige Ingenieur noch. Smarter, stronger. Find the real you. Ja, er ist der einzige Ingenieur noch hier und die anderen, die taugen alle nix, so nach dem Motto. Ich glaube, er hat aber auch nicht selber so wirklich Ahnung vom Ganzen. So, komme ich hier durch? Nein, ich komme auch hier nicht durch. Ja, Grafikstil. Kommen wir mal kurz so ein bisschen, wie es jetzt ist. Also wir haben jetzt fast eine halbe Stunde gespielt. Geschichte ist okay. Wir sind ja hier so eine Dings hier, so eine Lieferantenfahrerin, also eine Lieferantin quasi. Und grafikmäßig ist das hier alles auf Simple Voxel. Sind die ganzen Figuren gebastelt und Häuser und alles. Ja, ansonsten laufe ich jetzt hier ganz simpel mit einem First-Person-Controller rum. Also nichts Besonderes im Endeffekt. Hier ist nämlich noch was zum Mitnehmen. Da haben wir nochmal Plastikteile gekriegt. Wir gehen mal kurz raus in den Third-Person-Modus. Okay, Kamera ist auch okay. Die Kollision scheint auch gut zu sein. Ja, und so halt Third-Person-mäßig gut. Ein bisschen zuckelig das Ganze. Könnte man noch ein bisschen nachjustieren. Ist aber auch nicht das Problem. Hier haben wir noch eine Karte. Lochkarte. Weißt du gar nicht, was wir damit nachher alles machen sollen. Lass uns mal überraschen. Ja. Okay, also vorwärts und seitwärts und alles. Seitwärts ist so normal. Das ist auch normal. Und vorne links und vorne rechts, da läuft sie. Gehen wir lieber in den FPS-Modus, ein bisschen angenehmer. Ja, was ich nicht so angenehm finde, was ich hoffe, dass sie das noch fertig machen, ist halt hier mit den Regen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Guck mal. Jetzt ist der Regen, ja, fällt er so quasi ganz schräg. Jetzt gerade, jetzt von oben schräg, jetzt fällt der Regen gerade. Das liegt daran, weil das sind halt Partikel hier, ne, Regenpartikel, hier so ein bisschen auf dem Boden aufknallen. Sind auch begrenzt. Also ich sag mal, da ganz hinten, da wo die Lampe ist, da sind zum Beispiel keine Regentropfen mehr, keine Rain Dribbles. Ja, und das einfach wurde einfach an die Kamera gebappt und natürlich, wenn ich jetzt so und so mache, dann geht das natürlich mit die Kamera oder mit der Kamera mit, wenn ich nach unten gucke, ne, dann steht das Ganze schräg. Ist halt so. Ja. Hier heißt das übrigens, naja, hier haben wir das nicht so. Geht das einigermaßen. Ja. Aber hier dreht er sich auch noch so ein bisschen mit. Naja, das ist. Da kann man noch was machen. Gut. Wie gesagt, bis jetzt ganz lustig das Ganze. Vor allem auch sehr entspannt. Ne? Da ich ja momentan, falls ihr das schon gesehen habt, auch Ghost Runner bei uns auf dem Kanal laufen habe, ist das halt hier eine schöne Abwechslung, nicht so hektisch. Wir fliegen hier ein bisschen umher, gucken uns alles ganz genau an und auch ja, ganz entspannt. Zur technischen Sache, wie gesagt, werde ich jetzt erstmal nichts mehr großartig sagen. Dazu auch, ne? Spiel macht Spaß. Das ist das Wichtigste, denke ich mal, was ein Spiel mitbringen muss. Story-mäßig ist es ganz okay. Ihr sagt mir bitte Bescheid, wie ihr das haben möchtet. Mit der Sache mit den Untertiteln, ob ich die vorlesen soll, ob wir das einfach so lassen und die in Englisch da weitersprechen. Wie gesagt, das überlasse ich euch. Ich gucke mal noch mal ganz kurz auf der Karte. Also hier haben wir noch ein paar Sachen abzuholen, bevor wir losfliegen. Ich würde sagen, wir machen das so, immer wenn wir irgendwo ankommen, dann sammeln wir erstmal alles ein, was es einzusammeln gibt. Hier hätten wir noch ein Paket. Das hier ist noch ein Gegenstand. Dann haben wir hier ebenfalls noch Pakete. Also Beute, sagt er. Fette Beute. Gut, meine Lieben, ich bin somit raus. Ich hoffe, das Ganze sagt euch hier zu. Mir auf jeden Fall ja. Falls ihr möchtet und wie gesagt Lust habt und eigentlich müsst ihr es ja sogar machen, damit ich ja weiß, was wir nur mit dem Untertitel machen, also lasst bitte einen Kommentar da. Und wie gesagt, wenn es euch auch so gut gefällt, das Ganze wie mir hier, dann dürft ihr auch ein Däumchen da lassen. Ja, und falls du neu bist hier auf unserem Kanal und mitwirken möchtest und schauen möchtest, was hier noch alles so passiert, dann kannst du gerne ein Abo da lassen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Wie gesagt, das würde mir helfen, das würde dem Kanal helfen, das würde im Endeffekt allen helfen.
Und damit bin ich auch schon wieder raus. Ciao.